Niemals machen, lass wirklich bitte nie den Hund in der Hitze allein im Auto. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Theresa und diese süße Maus hier, die sich gerade irgendwo hier rumbewegt, ist die Phoebe. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Ja, heute geht es um ein Thema, das für mich am Anfang vor allem oder auch jetzt immer noch sehr, sehr wichtig ist. Und es passt auch gut zu dem letzten Video. Ich weiß nicht genau, wann es kam. Da habe ich über die Transportmittel gesprochen, also wie wir Phoebe transportieren, ob in der Hundebox oder in der Tasche oder in so einem Hundesitz. Und da ist mir eingefallen, dass man auch das andere Thema oder das eigentlich passende Thema dazu auch ansprechen sollte. Oder ich habe damals, als ich Phoebe geholt habe, mich sehr viel und sehr lange damit beschäftigt. Und zwar, wie lange kann ich den Hund im Auto lassen? Es war nämlich bei mir so, dass ich Phoebe natürlich im Welpenalter nicht so gut oder überhaupt nicht alleine gelassen wollte und alleine lassen konnte. Es war dann manchmal so, dass ich sie alleine lassen musste, weil es nicht anders ging. Und da war nämlich immer die Frage für mich, kann ich Phoebe nicht auch mitnehmen und im Auto lassen? Weil ich hatte ja damals noch viele Termine, also ich war ja in der Fitnessbranche unterwegs, das wisst ihr ja mittlerweile alle. Und da hatte ich Personal Trainings oder irgendwelche Kurse und die ging natürlich 1 bis 2 Stunden. War natürlich auch in der Zeit, wo meine Eltern gearbeitet haben, also heißt, es war niemand zu Hause. Und dann war für mich immer der Zwiespalt oder das Problem, was mache ich jetzt mit Phoebe? Nehme ich sie mit und lasse sie im Auto oder lasse ich sie zu Hause? Da war teilweise auch der Zeitpunkt natürlich, ein Welpe zu holen, ein bisschen ärgerlich, aber ich habe ohne Ende im Internet gesucht. Kann ich einen Welpen oder kann ich einen Hund alleine im Auto lassen? Bei welchen Temperaturen kann ich den Hund wie lange alleine lassen? Also lauter so Dinge. Und für mich war das wirklich, wirklich schwer. Ich habe sie dann aber öfters mal alleine zu Hause gelassen und das war teilweise echt ein Fehler von mir. Ging halt leider nicht anders. Und da war es nämlich so, dass Phoebe, also ich habe sie erst nach paar Monaten alleine gelassen, so lange. Dann war es halt echt so, ich habe die Kamera aufgestellt und Phoebe war total gestresst, die hat gejault ohne Ende, sie hat mich vermisst und es ist natürlich echt eine blöde Sache, weil wenn man das Thema falsch angeht, dann kann es nach hinten losgehen und der Hund hat einfach nur Verlustängste und kann nie wieder alleine sein. So war es jetzt Gott sei Dank bei uns nicht. Da hatte ich wirklich Glück, dass sich das so gut jetzt mit Phoebe entwickelt hat. Sie kann ja jetzt recht gut alleine sein. Es war halt für mich wichtig, Phoebe auch im Auto zu haben oder alleine zu lassen. Und da habe ich dann eigentlich gezwungenermaßen mit kleinen Schritten angefangen. Und zwar war das, also ich glaube, das erste Mal war das, dass ich zur Post musste. Und dann dachte ich so, okay, ich kann den Hund oder ich kann jetzt Phoebe nicht mit in die Post nehmen. Und deswegen habe ich sie halt, ich glaube, das waren ganze 5 bis 10 Minuten alleine im Auto gelassen. Es war auch direkt vor der Tür. Und sie war in ihrer Box drin, die sie ja auch kennt. Bin ich halt reingesprungen und gut war's. Also ich habe da jetzt nichts aufgenommen, keine Kamera, keine Tonspur oder sonst was, aber ich hatte das Gefühl, dass das kein Problem war. Und so habe ich das halt Step by Step verlängert, gezwungenermaßen, weil dann war ich halt mal eine halbe Stunde irgendwo einkaufen. So kleine Dinge, die ich dann halt auch gemacht habe oder machen musste und sie dann nicht zu Hause lassen wollte. Jetzt ist im Endeffekt das Fazit, dass Phoebe wirklich, wirklich gut und gerne im Auto bleibt. Also es ist natürlich so, dass wenn wir dann mal irgendwo halten, sie im Auto mit dabei ist und wir aussteigen, dann fiepst sie mal, dann findet sie das blöd oder hat Angst, dass sie nicht mit darf. Aber wir haben jetzt schon öfters mal das Handy dagelassen und eben Ton aufgenommen und am Anfang fiepst sie zwar 2, 3 Mal, aber dann ist auch Ruhe. Und es war dann auch mal so, dass ich sie 1 Stunde alleine lassen musste. Dann habe ich halt geguckt, dass sie davor so ein bisschen ausgelastet ist und wir waren spazieren und dann war es eben so. Im Auto, in ihrer Box kann ja nichts passieren. Also wir haben halt immer diese Transportbox da. Die kennt sie von Anfang an, da hat sie drin geschlafen und somit ist es eine Wohlfühloase im Endeffekt für sie. Und wenn sie zum Beispiel länger im Auto war, habe ich dann auch mal was drüber gedeckt, dass es erstens warm bleibt und zweitens halt einfach dunkel ist und sie entspannt ist und dass sie nicht irgendwie die Reize von oben sieht. Natürlich war das für mich am Anfang wirklich mit einem schlechten Gewissen verbunden, aber vor allem nach gestern, das erzähle ich gleich, habe ich ein richtig, richtig gutes Gefühl damit und lasse sie jetzt mit einem guten Gewissen alleine im Auto. Und natürlich, das muss man wirklich dazu sagen, nicht bei jedem Temperaturen. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Hochsommer würde ich Phoebe niemals im Auto lassen, weil so ein Auto heizt sich brutal auf. Das kann man mal testen. Setzt euch mal in ein Auto rein. Alle
alle Fenster zumachen und haltet mal durch. Das haltet ihr keine 10 Minuten und dann läuft euer Schweiß schon nach unten. Niemals machen, lasst wirklich bitte nie den Hund in der Hitze allein im Auto. Natürlich bei Minusgraden genauso. Auf der anderen Seite, das war nämlich auch so ein Thema bei mir, es war mal im Winter, dass ich zu meinem Physiotherapeuten musste und Phoebe, der ist ein bisschen weiter weg, also ich musste da eine Stunde hinfahren und dann war das Thema, was mache ich mit Phoebe? Das war halt vormittags, keiner konnte auf sie aufpassen. Dann wusste ich ja, ich musste sie eine Stunde im Auto lassen. Es war relativ kalt, hab's machen müssen und ich hab's gemacht und es war echt okay. Ich habe das Auto davor aufgeheizt. Ich habe richtig dolle warm gemacht. Wir waren davor noch schnell spazieren, dass sie ein bisschen ausgelastet ist. Ich habe ihr ein, zwei Snacks mit in die Box getan, meinen Mantel drüber gelegt, dass die Wärme auch ein bisschen drin bleibt und es war auch in Ordnung. Also es hat echt gut geklappt, aber natürlich, es war vielleicht 0 Grad oder minus 1 vielleicht, wenn ich das mal so sagen darf, aber niemals drunter. Also es darf natürlich auch nicht zu kalt sein, aber ich glaube, die Hitze ist schlimmer. Aber abgesehen davon, wenn die ganzen Umstände passen, Temperaturen stimmen, kann ich mittlerweile echt mit gutem Gewissen Phoebe lange im Auto lassen. Und das Tolle ist, jetzt komme ich zu der Story von gestern. Wir waren gestern essen im Restaurant seit langem mal wieder. Wir waren davor lange spazieren mit Phoebe und deswegen war die eh schon fix und fertig. War die Frage, was machen wir mit Phoebe? Entweder wir nehmen sie ins Restaurant, das hätten wir auch dürfen. Aber es war ein großes Restaurant, es war super voll. Es wäre gegangen, weil wir auch so eine Sitzecke hatten, also mit einer Bank, wo sie gut drunter liegen konnte. Aber trotzdem dachten wir uns, hey, die ist eh schon so gestresst, die ist hundemüde. Was machen wir jetzt? Restaurant oder Auto lassen? Und da wir ja wussten, dass wir nicht nur eine Stunde im Restaurant sind, wir haben uns dann dafür entschlossen, dass wir sie im Auto lassen. Und eigentlich hatten wir gedacht, wir holen sie einfach, wenn wir gegessen sind und noch ein bisschen sitzen bleiben dazu. Aber wir haben dann ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren und dann irgendwann guckte ich auf die Uhr und ich so, oh Gott, Phoebe ist schon 3 Stunden allein im Auto. Und dann sind wir mal schnell rausgegangen und wollten sie eventuell rauslassen, aber das war so süß, das ist so schade, dass wir das nicht gefilmt haben. Die hat das Auto aufgemacht, die Tür aufgemacht und dann die Box ganz leise. Wir hatten eben auch die Box dunkel gemacht, es lag was drüber. Phoebe hat uns nur so ganz verschlafen angeschaut, ein bisschen gewedelt, aber ich hatte damit gerechnet, dass sie uns jetzt sofort entgegenspringt, so wie sie es eigentlich macht. Aber die hat, glaube ich, tief und fest geschlafen. Wir haben die, glaube ich, aus dem Tiefschlaf geweckt. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann bleibt sie halt in der Box länger drin und kann wieder weiter schlafen. Wir waren dann auch nur noch 10 Minuten länger da, aber das war so ein schönes Gefühl für uns, dass wir jetzt ihr nichts Böses getan haben, sondern wahrscheinlich eher einen Gefallen getan haben. Und deswegen, es ist bestimmt Übungssache. Wenn man das von Anfang an übt, kann das echt gut klappen. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Also wie gesagt, bitte auf die Temperaturen achten und je nachdem, wie der Hund es halt gewöhnt ist, können die dann auch mal 3 Stunden im Auto bleiben. Ich meine, die haben ja eh nicht so ein gutes Zeitgefühl. Also wenn der Hund, glaube ich, 1 Stunde schafft, dann wird er auch 3 Stunden schaffen. Ich glaube, es lag auch wirklich nur daran, dass Phoebe komplett ausgelastet war. Also die war fix und fertig und es war halt schon abends, was ja eh Schlafenszeit für sie ist. Ihr könnt mir doch gerne mal in den Kommentaren noch schreiben, wie das bei euch so abläuft, ob ihr eure Hunde im Auto alleine lasst oder gar nicht, ob ihr da total dagegen seid oder ob euer Hund allein schon im Auto panisch ist, weil es gibt ja auch Hunde, die nicht Auto fahren möchten und können. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, ich finde es ein wichtiges Thema und wie gesagt, für mich war das recht schwierig herauszufinden, weil ich im Internet gar keine großen Fakten dazu gefunden habe und der ein oder andere hat gesagt, hängt natürlich vom Hund ab. Kann ich auch bestätigen, es hängt davon ab, wie man das, glaube ich, angeht, wie man das übt und bei uns war es halt ein wichtiges Thema. Für andere ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gebt mir doch gerne wieder einen Daumen nach oben und abonniert natürlich bitte unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Mutti. Oh, Entschuldigung, habe ich dich geweckt? Tschüss, Sikowski.